Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich nehme hier das Intro nochmal neu auf, denn ich habe den ganzen Tag gearbeitet, habe was richtig Cooles gebaut und habe da festgestellt, ey, das funktioniert so gar nicht. Worum es geht? Darum geht's. Ich habe ja in dem letzten Video gezeigt, wie man so eine Holzkugel freihand drechseln kann und da habe ich schon gesagt, hey, ich will mir einen coolen Mechanismus bauen, mit dem man dann so eine Kugel mit einem Apparat, mit einem Apparillo bauen kann, drechseln kann. Ich will euch natürlich meinen Patzer nicht vorenthalten, deswegen bekommt ihr jetzt hier mal einen Schnelldurchlauf von dem Teil, was ich in mehreren Stunden gebaut habe. Viel Spaß! Und dafür schneiden wir das Material zu. Einmal hier dieses schöne Stück Vollmaterial. Ein paar Updates. Erstmal hier zu diesem Drehteil. Ich habe jetzt nur auf der einen Seite ein Kugellager eingepresst, weil mein Drehwerkzeug kaputt gegangen ist. Deswegen jetzt nur ein Kugellager. Das hier war ein bisschen Ackerei mit meiner kleinen Drehbank. Auf dieser Seite hier kommt ein Axialkugellager später rein. Das schauen wir uns aber später an. Auf jeden Fall müssen wir das hier irgendwo montieren können. Und da brauchen wir eine Platte, die wir dann später auch quasi auf der Drechselbank festmachen können. Dafür habe ich mir jetzt hier in diese zwei Flachstücke jeweils einen Halbkreis reingefräst. Das seht ihr auch im Hintergrund. Und da passt jetzt wiederum hier dieses Rohr rein. Denn ich hatte nicht den passenden Fräser für jetzt dieses Rundmaterial. Aber hier dieses Stück Rohr passt in die Fräse. Und in dieses Rohr passt später wiederum unser Drehteil rein. Also, ich muss mit dem arbeiten, was ich hier habe. Das hier ist keine voll ausgestattete Schlosserei, deswegen ist das hier schon okay. Seht ihr das? Hierfür brauchen wir eine Schiene. Die fräse ich gerade hier auf meine Horizontalfräse. Und zwar ist das ein U-Stück. Und das mache ich ein bisschen tiefer, damit ich nicht so viel an Durchmesser an Kugel verliere. Hier seht ihr einfach die U-Schiene und die mache ich jetzt ein bisschen flacher. Und da muss auch später noch ein Langloch rein. Buja! Boah, ey. Zum Glück hast du mir das gekauft. Und grundsätzlich ist das auch nicht verkehrt, das, was ich da gebaut habe. Ist richtig gut, es ist mit dem Kugellager, mit dem Axialkugellager, eine richtig solide Führung, alles super massiv. Wir haben tolle Maschinen benutzt, als ich es hier halt eben in der Werkstatt gebaut habe, aber ein klitzekleines Problem mit meiner Drechselbank. Der Drehpunkt von meiner Drechselbank ist nicht mittig über dem Maschinenbett, sondern außermittig. Das bedeutet, das System, was ich da gebaut habe, kann so gar nicht funktionieren. Eine Montageplatte, genau. Super, super gut eigentlich. Wir haben hier, wie gesagt, das Kugellager, unten wäre ein Axialkugellager dran und so weiter und so fort. Ein super Befestigungspunkt für den Drehpunkt für die Kugeldrehvorrichtung. Aber wenn ihr euch das hier anschaut, seht ihr, der ist außermittig.
Also habe ich hier dieses schöne Konstrukt gebaut. Ein bisschen simpler, ohne Kugellager. Läuft hier rein mit einer gedrehten Passung hier in dieser 18,5er Bohrung. Und das hier ist jetzt quasi das da. Das hat mich echt ziemlich runtergezogen. An dem Tag habe ich mal noch geilen Finger gedatscht und habe mir dann gedacht, so komm, ich höre jetzt auf. Ich mache am nächsten Tag weiter. Das habe ich auch gemacht. Jetzt habt ihr gesehen, was hierbei rumgekommen ist. Und jetzt machen wir hier mit diesem schönen Teil weiter. Das habe ich alles mal so ein bisschen rund gedreht. Und zwar ist das hier quasi ein Reitstock. Das funktioniert auf der Basis von einem Reitstock. Da müssen wir jetzt gleich noch ein paar Fräsungen machen, damit sich hier dieses Teil nicht verdrehen kann. Wir aber dennoch mit einer Kurbel hier dieses Teil so rausfahren können, damit wir halt eine Zustellung machen können. Wir müssen ja immer mehr Spann abnehmen, damit die Kugel zur Kugel wird. Hier kommt dann so eine schöne Kurbel dran. Alles ganz fein. Und ich würde sagen, ich nehme euch jetzt mit an die Fräse, damit ich euch so ein bisschen beschreiben kann, wie das System funktioniert. Denn wir haben ein paar Drehpunkte, das werde ich euch mal erklären, damit ihr euch auch da reinversetzen könnt, wenn ihr sowas noch nicht gebaut habt oder das vielleicht immer mal vorhabt. Ist das nicht eine Passung? Im Prinzip ist das hier nichts anderes wie das hier. Wir haben hier eine Kurbel. Mit der können wir das hier rausdrehen. Ihr seht hier auch schon eine Fräsung, die verhindert, dass das Ganze gedreht wird. Und das müssen wir jetzt auch machen. Nur das hier wird viel, viel massiver. Die Fräsmaschine muss ich jetzt ein bisschen umrüsten, denn hier muss der Supportarm rein, damit ich mit einem Scheibenfräser diese Nut fräsen kann. Derzeit ist hier noch das Bohrfutter drin. Da habe ich nämlich ein Langloch gefräst und genau, das kommt jetzt raus. Wir müssen aber erst nach den passenden Teilen suchen, die wir auch hier verarbeiten werden. Das heißt, wir haben hier eine 10er Schraube. Die Mutter wird hier später oben aufgefräst. Und die werde ich später hier unten runterdrücken, damit die sich an die Breite von unserem Fräser dann anpasst. Also suchen wir jetzt mal den passenden Fräser. So, der sieht doch schon mal schön aus. Oh, es ist ein bisschen Öl ausgelaufen. Ich habe hier einmal den Fräser, da müssten wir eine 6 mm breite Nut mit hinbekommen. Der fühlt sich eigentlich noch ganz gut an. Bin ich mal gespannt, ob wir es mit dem hinbekommen. Jetzt brauchen wir natürlich eine Welle. Und die befinden sich hier. Das heißt, machen wir erstmal ein bisschen Platz hier. Fräse raus. Danach das Bohrfutter raus. Jetzt kann ich mir hier meine Welle reinpacken. Eine Sache hätte ich fast vergessen. Wenn immer ich viel mit Metall mache, nehme ich mir hier so einen unsichtbaren Handschutz. Dann kann man später das Öl und den ganzen Dreck viel besser von den Händen runterbekommen. Ein kleiner Tipp für die Leute, die auch anfangen, mehr mit Metall zu machen. Ich habe jetzt hier so ein paar Parallelunterlagen, ja, die sind ein bisschen zu groß. Mit denen richte ich das dann passend aus. Genau. Da sitzt jetzt passend drin. Sehr gut. Ich nehme jetzt auch mal nochmal zusätzlich hier die Messung und check das mal nochmal, weil ich bin mir nicht genau sicher, wie ich den Schraubstock das letzte Mal stehen lassen habe. Ein knappes Zehntel, das ist okay für diese Fräse. So, die Mitte habe ich jetzt auch mal so in etwa angepeilt. Fräse ist falsch rum, montiert. Fehler im System. Ich kratze jetzt erstmal mit dem Fräser am Material, um zu sehen, ob der überhaupt noch scharf ist. Ja, gut. So, muss ich mal sagen, nehmen wir erstmal zwei Zehntel ab. Kühlung ist natürlich auch nicht verkehrt. Ich lasse noch extra langsam laufen. Das Schöne an so einer Horizontalfräse ist einfach, dass es funktioniert. Alles schön langsam.
Dieses Teil hier ist nämlich dafür da, dass unsere Pinole in dem Fall, dass die sich nicht verdrehen kann, dass die immer schön an der gleichen Stelle bleibt. Und ihr seht, da ist so gut wie kein Spiel in Drehrichtung drin. Die zweite Mutter hier ist ja noch dafür da, dass man es zur Not noch festspannen kann. Aber das sieht man ja dann bei der Benutzung, ob man es überhaupt festspannen muss. Und wenn, habe ich jetzt mal hier die Vorbereitung getroffen. Oh, ich liebe es, das ist doch cool. Sieht noch nicht viel aus, ist es aber eigentlich tatsächlich, so wenn man sich überlegt, dass die ganzen Powderheile harmonieren müssen, damit das Ganze funktioniert. Wir haben hier drin so gut wie kein Spiel. Ich kann es ganz entspannt nach vorne drehen. Hier vorne müssen wir uns noch was bauen, um die Wendeschneidplatte aufzunehmen. Das Teil hier verdreht sich nicht. Richtig cool. Ich zeige da mal, wie es von innen aufgebaut ist. Also einmal hier die Zange runternehmen. Da kommt nämlich noch ein richtig schönes Handrad dran. Dieses Teil ist noch nicht verschweißt. Können wir das hier rausschrauben. Ihr seht erstmal hier, dieses Teil ist freidrehen. Das bedeutet, das hier ist rein ein Teil, damit sich unsere Gewinnstange in die Richtung nicht bewegt. Einmal unser Trägerrohr. Hier passt dieses Teil rein. Hier, das Ganze ist quasi gekoppelt. Das heißt, wir haben innen drin ein Gewinde, was sich schön dreht. Hier ist noch ein Axialkugellager. Das kommt auf die Seite noch ebenfalls. Und dann haben wir halt eben hier dieses entscheidende Teil. Und durch diese Nut und unseren Stehbolzen hier haben wir halt einfach die Möglichkeit, dass sich dieses Teil hier längs bewegt, aber nicht verdreht. Und mit diesem Gewinde hier machen wir im Prinzip nichts anderes, wenn wir das nach rechts drehen, dass wir es zusammenziehen. So simpel ist es auch schon. Ich habe jetzt die letzten Tage genug mit Metall gemacht, jetzt geht es mal darum auszuprobieren, ob das Ganze auch funktioniert. By the way, das hier habe ich noch vor dem Projekt gemacht, schaut euch diese verlängerte Mitnehmerspitze an. Ist das Ding nicht cool? Wir werden die Vorrichtung jetzt ausprobieren, ich bin mega gespannt, ob das funktioniert. Ich habe erstmal fix alles vorbereitet. Jetzt werde ich mal Stückchen für Stückchen die Vorrichtung hier drauf bauen und hoffen, dass nichts gleich auseinanderfliegt. Aber da nehme ich dich jetzt mit. Ich zeige dir, wie das Ganze aufgebaut ist. Als erstes können wir mal hier unsere Vorrichtung auch richtig festziehen mit dem Bettgestell. Also diese Platte müssen wir als erstes festziehen. Das hier ist hier schon mit verschraubt. Das ist hier der Drehpunkt. Als nächstes kommt unsere Aufnahme hier auf die Schraube. Die müssen wir jetzt auch erst hier festschrauben. Danach muss ich hier diese Schraube sichern. Jetzt kann auch schon hier quasi mein eigentliches Schneidwerkzeug rein. Da schraube ich aber als erstes noch hier die Stellschraube rein, damit wir die Höhe feinjustieren können.
So, ich habe die Schraube jetzt mal ein bisschen abgelenkt, die war gerade noch viel zu lang. So, jetzt zeige ich euch auch gerade mal, wie die grobe Einstellung funktioniert für die, wie heißt nochmal, für die Entfernung. Die funktioniert nämlich so. Das sieht jetzt ein bisschen wackelig aus. Ich habe das Ganze so gelöst, damit ich halt von oben die Schraube immer festziehen kann, um das Ganze zu drehen. Das ist wesentlich angenehmer, als mit der Ratsche hier unten in der U-Schiene rumzuwohlen. Als nächstes kann ich mal die Schneidplatte draufschrauben. So, ich sehe jetzt, dass die Wendeschneidplatte noch ein bisschen nach oben muss, deswegen schraube ich hier die Schraube ein bisschen raus. Das kann man jetzt hier noch mit einer Schraube sichern. So. Leute, das ist das erste Projekt, was ich, glaube ich, auf dem Kanal hochlade, was so ein kompletter Fehlschuss war. Und das komplette Konzept hier funktioniert nicht. Das ist gerade echt super, super deprimierend. Also, also Leute, ihr habt gesehen, es hat nicht funktioniert oder es funktioniert nicht. Ich habe es jetzt schon ein bisschen ausprobiert mit dem mit der anderen Schneidplatte, funktioniert es gar nicht, weil das alles viel zu instabil ist. Dieses Teil hier oben ist richtig gut. Das ist schön stabil, alles hier ist echt ganz gut. Das Problem ist halt hier unten die Schraube. Das ist zum einen mal so ein Schwachpunkt. Ich glaube, ich habe sie gar nicht richtig festgezogen. Das ist so ein bisschen ein Schwachpunkt. Aber das viel größere Problem ist hier unten die komplette Aufnahme, der komplette Drehpunkt. Ich hätte gedacht, dass durch die Kraft das Ganze hier runtergedrückt wird, dass das Ganze hier dann auf dem Maschinenbett aufliegt. Aber dem ist nicht der Fall. Das macht mich gerade echt ein bisschen depri tatsächlich. Also ich habe jetzt die ganze Woche fast hierfür gebraucht, dass das nicht funktioniert. Es waren super viele Bauteile, die ich herstellen musste. Es ist sehr, sehr deprimierend gerade. Ich habe auch viel Kohle ausgegeben für die ganzen Teile. Also, ihr habt gesehen, so funktioniert es nicht. Ich habe mir ja vorher viele Videos angesehen im Internet und ich hätte echt gedacht, dass das hier stabil genug ist. Aber dass das sich so krass reinfrisst, hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Ich sag mal, hier mit dieser Variante hätte es sehr wahrscheinlich funktioniert, weil das halt einfach ein fettes Stück Stahl war. Und das Lager, ich habe das Lager richtig, richtig hart reingepresst. Und damit hätte es sehr wahrscheinlich funktioniert. Das hier ist wirklich so gut wie spielfrei gewesen. Aber hier diese Variante ist einfach zu leichtbaumäßig. Hiermit endet dieses Projekt. Ich werde jetzt nicht noch 5 Tage reinstecken, damit das hier einigermaßen funktioniert. Ein absolutes Fail-Projekt. Ey, ihr glaubt gar nicht, wie deprimierend das hier gerade ist. Also, kurz Revue passieren lassen. Ich habe ja am Anfang gedacht, dass die Zentrierspitze quasi mittig über dem Maschinenbett gewesen wäre. Dann wäre das auch hiermit, wette ich mit euch, super gut gegangen. Das hier ist super massiv gewesen, das Vollmaterial, das Kugellager habe ich eingepresst, das kommt auch nie mehr wieder raus. Dadurch, dass die Kraft hier so drauf wirkt, habe ich eigentlich gedacht, okay, dann kann hier unten das als Auflage dienen, denn das wird dann hier drauf gedrückt. Aber wir haben dann zusätzlich hier noch so ein bisschen Spiel. Okay, das hier hätten wir irgendwie noch anders lösen können. Aber es ist halt im Gesamten einfach viel zu viel. Und das Ganze kann dann auch hier so ein bisschen hochgehoben werden. Und ja, irgendwann heilt der Zweck auch die Mittel nicht mehr. Das wird dann sonst einfach alles zu viel, wenn ich jetzt hier noch irgendwie eine Lagerung draufpacken würde. Deswegen sehe ich das jetzt einfach mal als Lernprojekt an. Ich habe mir vorher natürlich ganz viele Videos angesehen, wo Leute sowas schon mal gebaut haben. Und bei manchen war es teilweise echt noch einfacher gebaut, sodass ich mir gedacht habe, hey komm, wenn ich das hier passend auf den Durchmesser drehe und das gerade so reinkommt und das Loch, dann muss das schon gut sein, aber war anscheinend doch nicht so. Also, ich hatte so lange, hatte ich schon mal ein Projekt hochgeladen, wo ich einen Fail gezeigt habe? Ich glaube noch nie. Naja, das soll es für heute gewesen sein. Echt deprimierend, aber schau dir diese 2 Videos hier an, wenn du ein Projekt sehen möchtest, wo ich auch ein Ergebnis präsentieren kann.
Tschüss.